Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2. Ich fahre direkt weiter, sonst werden die da hinten ganz böse. Ja, die steigen sonst aus und hauen mich. Oh, da hupen sie aber. Ich war hier stehen geblieben, weil ich ziemlich ratlos war. Ich glaube, das ist die gleiche Autobahn, auf der ich schon war. Ich turn hier rum und komme irgendwie nicht Richtung Spanien. Das liegt natürlich auch daran, weil ich jetzt in Erdkunde nicht so gut bin, dass ich wirklich Bern, Genève, Dijon und Lyon auf der Landkarte auch von meinem geistigen Auge richtig einsortieren kann. Sonst hätte ich wahrscheinlich weniger Probleme. Für mich liegt das alles so ungefähr so in der Ecke, wo ich eigentlich dran vorbei muss, aber aufpassen, dass ich nicht in die italienische Seite düse, sondern in die spanische. Oh, da kommt er aber ganz schön. Fährt er mir jetzt drauf? Nein, er hat gebremst. Danke. Sorry. Na, jetzt haben wir erstmal Maut. Maut ist ätzend. Oh, ja, 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 ja. Da sind bestimmt einige, die sich über mich jetzt amüsieren, weil ich hier so völlig doof hier rumsuche, weil ich mich nicht auskenne, weil ich einfach, ja, naja, egal. Jeder blamiert sich so gut, wie er kann, dann bin ich halt ein Naturtalent. Macht ja nix. Ich sag euch auch nicht, was ich in Erdkunde auf dem Zeugnis hatte früher in der Schule. Ach ja. Gib aber Gas hier. Dann fahren wir halt Richtung Genève. Und wenn wir Genève erreicht haben, vielleicht war ich da schon. Ist auch wieder eine Erinnerung an DayZ. Da sind ja diese Bezeichnungen, diese russischen Bezeichnungen von den Städten, ne? Wie Severograd und so. Und da sagte die Nicole mal, Die hat immer ein bisschen Schwierigkeiten, sich auch so zu orientieren. Also ähnlich wie ich hier im ETS 2. Ich bin schon wieder in der Stadt, wo ich öfter war. Die heißt, da war ich gerade. Severograd und da war ich gerade. Ich habe so gelacht, als ich das erste Mal gelesen habe. Das sieht gut aus mit den Bergen. Das sieht gut aus. Obwohl, im Schweizer Bereich sind auch so viele Berge. Vielleicht bin ich da schon durchgefahren, wer weiß. Auf der anderen Seite. Oh Mann, wenn das so ist. Da würde ich echt was für geben. Hinterher, wenn ich angekommen bin, so mal auf die Karte zu gucken, wo knallrot eingezeichnet ist, wie ich gefahren bin. Ich glaube, das wäre total ulkig. Wie so ein Wollknäuel, das man auf den Boden geschmissen hat. Wie hier 2580 Kilometer. Das waren 9724. Ja, sicher. Ich hab's geahnt. Ich bin im Kreis gefahren. Das darf nicht wahr sein. Das ist doch bestimmt die gleiche Baustelle. Ja, komm, dann drehen wir noch eine Runde. Wenn ich jetzt den gleichen Fehler wieder mache, dann fahren wir dieselbe Runde nochmal nach. Hast du jetzt das Höschen nass gemacht? Ja. Ach, was soll ich machen, Mensch? Manchmal verliert man halt und manchmal gewinnen eben die anderen. Meine Güte, ist halt so. Ich bin doch mit Sicherheit viel zu schnell unterwegs. Aber ich kriege die Kurve. So. Ja, natürlich. Ich meine, klar, ich versuche jetzt natürlich so ein bisschen. Was steht denn da? Genève-Bern. Ja, ich fahre jetzt Genève-Bern. Ja, mache ich jetzt. Und dann gucke ich mal, wie das dann da von da aus weitergeht. Torino, Genève-Bern. Bin ich nicht hier schon mal lang gefahren? Ja, sicher. Da bin ich auch nicht hier abgefahren. Aber dann bin ich nachher eine andere Abfahrt abgefahren. Und das mache ich dann diesmal nicht. Zum Glück habe ich 520 Millionen Euro. Da kann ich mir so einen Quatsch erlauben. Sonst würde mich das um Kopf und Kragen bringen. Nicht Kragen, Kragen. Kagan gibt's doch auch. Ach ja, das ist Wien, genau. Wisst ihr, irgendwoher kenne ich doch den Begriff. 100 fahre ich, das ist ein bisschen heftig, ne? Aber ich bin ja auch ein bisschen spät dran, ne? Ich habe ja eine Extra-Runde gefahren. Ich will dir nicht antitschen. Ja, das ist zu schnell. 100 fährt man doch nicht mit 19 Tonnen, das ist ja Quatsch. Das ist ja total unrealistisch. Aber 90 logge ich ein, so. Das würde ich
doch eiskalt machen. Wenn da so alles ruhig ist und die Karre das gut bringt, warum nicht, ne? 90 fahren doch die meisten LKWs bei uns auf der Autobahn auch. Die fahren sogar teilweise sogar noch schneller. Maut. Habe ich gerade den Autopiloten an hier, kommt so eine blöde Mautgeschichte. Wie ich das hasse. Ja, hauen wir die Maut raus. Wir fahren jetzt immer wieder hinten drehen, wir umfahren zurück, wieder 50 Euro Maut, immer hin und her. Ja, wird langsam düster, wa? Kann ich nichts für. Ich kann jetzt nicht übernachten. Ich muss weiterfahren. Geht das bergauf oder warum zieht die Karre so schlecht? Kommt mir irgendwie so ein bisschen komisch vor. Komm, mach hin. Ah, schon wieder Grenze. Ja. Hier ist der schweizerische-französische Pendelverkehr. Ups, fahren ohne Licht. Ja, wie ist das denn drin? Nee, das war falscher Knopf. Der ist richtig. So. Ach, das sind Peanuts. Da lache ich doch drüber, so ein paar Groschen. Habe ich jetzt Fernlicht an. Das mache ich ja, wenn ich in der tiefen Nacht fahre, fahre ich mit Fernlicht, damit dann in dem Video auch noch gut was zu sehen ist. Weil das ja sonst so dunkel wird. Aber noch ist das ja dämmerig, noch geht's ja. Wollen wir mal ganz ruhig bleiben und guter Dinge sein, dann wird auch alles gut. An der Sonne kann ich mich jetzt erstmal nicht mehr orientieren. Das ist erledigt. Oder sieht man noch irgendwo so ein Leuchten am Horizont? Ja, vielleicht. Ah, da kommt was. Bern, Zürich, ja, das ist Genève. Das, ja, und jetzt? Also Bern, Zürich ist da auch scheiße, oder? Da ist Genève doch besser, ne? Und dann fahre ich auch Genève. So, bin ich nicht hier auch abgefahren vorhin? Jetzt fahre ich mal weiter. So, ich glaube, ich bin genau hier abgefahren. Und das lasse ich jetzt mal sein. Da bin ich ja in der Stadt da rumgeguckt. Und was hat mir das gebracht? Gar nichts. Ja, an den Sternen kann ich mich nicht orientieren. Also, da kenne ich mich nicht mit aus. Da weiß ich... Oh, teuer wird das. Maut und Sprit und Tickets und... Ja. Hier ist doch 100. So, jetzt kommen da Schilder. Dann kann ich mal sehen, was ich gesehen hätte, wenn ich vorhin nicht abgebogen wäre. Da steht immer noch dasselbe drauf, ey. Das ist so zum Kotzen. Ich fahre trotzdem weiter. Und wenn ich bis ans Wasser fahre, bis ans Mittelmeer, dann kann ich mich wenigstens besser orientieren. So. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu schnell hier mit meine 90. Aber das wird ja jetzt ordentlich düster, ne? Ja. Ja, dann fahre ich ans Mittelmeer, sehe das aber nicht, weil dunkel ist. Auch nicht schlecht. Tja, wie spät ist das jetzt? Gleich 23 Uhr. Ich kann es mir nicht erlauben, nachts zu schlafen jetzt. Sonst wird das nichts mehr mit dem pünktlich abliefern. Ich glaube, das wird sowieso nichts. Muss dann ja noch Musik hören. So, ich mache jetzt auch mal Fernlicht an. Damit ihr noch was seht im Film und kein Hörspiel draus wird, besser ist.
Dann war wieder Radarfallenwarnung. Ja, was haben wir hier? 80, ja, dann wollen wir lieber ein bisschen langsamer fahren. Nicht, dass die uns sonst wieder den Garaus machen. Ja, da stand auch einer. Also gerade auf 80 runter gewesen, als wir da ankamen. Schon 23.15 Uhr, die Zeit rast. Aber der Himmel sieht schön aus, irgendwie, finde ich. Hat was. Aber die Vögel, die sind aber auch, haben auch Spätschicht heute, ne? Ich höre die noch zwitschern, fast in der Nacht. Das ist doch eigentlich auch ein bisschen ungewöhnlich, ne? Außer so ein paar Nachtvögel. Nachtigall zum Beispiel. Und die zwitschern im Tunnel. Ist doch eindeutig eine Kohlmeise, die ich da höre. Die würden doch nicht nachts um 23:30, es sei denn, die hat leicht an einer Waffe. Vielleicht hat die eine Meise unterm Pony, die Meise. Und ich meine nicht Inge Meisel. Ja. Tunnelitis hier. Ist egal. Wer braucht schon Schilder, wenn man einen schönen Sternenhimmel hat? So, hier ist eine Raststelle, wie es mit dem Tank. Boah, Tank hat auch schon die Hälfte. Naja, tanken brauche ich aber noch nicht. Ach ja. Und da kommt nichts, da kommen keine Schilder, da kommen keine Hinweise für mich. Auch kein Mittel mehr. Ah, das ist noch ein bisschen früh, also für bis an die Küste. Das müsste noch ein bisschen weiter sein. Wenn ich da wirklich so eine komische Ehrenrunde gedreht habe vorhin. Kann man mal sehen. Ja, auch wenn man eigentlich einen guten Orientierungssinn hat, manchmal, wenn man dann so mit den Kurven so ein bisschen durch die Gegend geleitet wird und wenig Schilder sind und dann noch, wenn man dann wirklich, und da habe ich tatsächlich nicht gemacht, ich habe wirklich auch vorher zwischen den Folgen oder so, ich habe nie auf die Karte geguckt, ich muss das einfach so aus meiner Erinnerung machen, dann kann das schon mal ganz böse sein, dass man so ganz doofe Kurven fährt und ist man schnell mal im Kreis gefahren, ne? Ich hätte von Anfang an mehr auf die Sonne achten sollen, die hilft vielleicht ganz gut. Oh, Entschuldigung, oh je. Ermüdend, was haben wir denn da jetzt? Straßburg, Zürich, Straßburg. Ja, Straßburg ist doch eigentlich gut, oder? Naja. Aber kann ich nicht eigentlich ein bisschen schneller fahren hier wieder? Jo. Straßburg, Zürich fahre ich jetzt erstmal geradeaus. Also Straßburg ist mir genehmer als Zürich. Gibt es mal noch ein bisschen Gas und lockt dann bei 90 ein. Zack. So. 0.05 Uhr. Also ist das Schöne, so um 4 rum wird das schon wieder hell. Das ist eine kurze Nacht immer. Dann sind wir jetzt schon hier im Raum Bern. Also genau habe ich das nicht vor meinem geistigen Auge. Aber so ungefähr ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Wenn wir nach Straßburg kommen, das ist eigentlich ganz gut. Das ist also westlich genug, dass wir nicht Gefahr laufen, da völlig falsch zu sein, glaube ich. Naja. Ich kann mich natürlich auch total irren und dann lachen die Leute sich alle tot, die das angucken. Ja. Höre ich
die ganze Zeit. Das ist doch komisch, ne? Das müssten sie eigentlich auch mal nachbessern, dass man das nachts nicht hört, die Vögel. Weil das ist doch irgendwie komisch. Ist das ein Leuchtturm da links, der da blinkt? Milano, Straßburg, Dijon. Da muss ich ab. Nach Milano will ich garantiert nicht. Das wäre sowas von grottenfalsch. Straßburg ist besser. Aber nicht nach Dijon. Nicht nach Dijon. Das wäre ganz schlimm. Da war ich schon mal. So. Irgendwie ist das ein bisschen doof zu sehen hier mit dem Holm von dem Fenster da. Komme ich gut rum? Ja, sieht ganz gut aus. Irgendwie passt mir die Richtung nicht ganz, aber naja. Oder geht's jetzt wieder zurück? Das wäre richtig übel. Naja, jetzt kommt wieder Tunnel, ne, oder? Sieht so aus. Ne, das sind nur die Lichtkegel. Da ist ein Schild. Stuttgart, Zürich, Straßburg, Dijon. Wir müssen auf jeden Fall geradeaus weiter. Jetzt muss ich gucken, ist bestimmt die linke Spur zuständig. Da standen deutsche Städte mit Namen drauf. Oh Gott. Nee, nee. Nix Stuttgart. So. Na? Jetzt muss ich gucken, dass ich hier an den Laternen vorbeikomme. Das ist immer so ein bisschen auch tricky. Muss man die Kurven gut ausfahren, sonst hat man das gleich leider schnell mal angeditscht. So, aber jetzt mache ich mal hier einen kurzen Stopp. Weil die Zeit durch ist, ne? Und ja, ich sag mal, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann lasst mir ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir weiter versuchen, endlich mal irgendwann mal so ein bisschen Spanien zu erreichen, weil von da an wird es dann wahrscheinlich hoffentlich erstmal ein bisschen leichter. So, dann mache ich doch die an, das ist viel besser. Ich sag mal bis dann, bye bye, tschüssi.